Ja, hier ist der Achim Weidner und der Michael Jahr. Wir haben beides etwas, was viele in Rüsselsheim noch nicht haben, nämlich Stimmrecht beim Gewerbeverein. Und wenn alle unbedingt Schlüssel am Treffpunkt Innenstadt, das sind die blauen Dinger hier. Mhm. Und wenn alles gut geht, wird heute hier Stadtgeschichte geschrieben, denn 1888 wurde der Gewerbeverein gegründet und heute gibt es eine Präsidentin. Mehr später. Und mit diesen Stimmen werden wir Schicksal spielen. Genau. Jetzt geht es hier weiter mit der Jahreshauptversammlung des Gewerbevereins. Nachdem der Treffpunkt Innenstadt mit 32-0 Nein-Stimmen für die Fusion gestimmt hat, geht es jetzt hier weiter mit dem Gewerbeverein. Wer für die Annahme des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 13.11.2019 ist, den bitte ich um ein Handzeichen mit seiner blauen Stimmkarte. Also, mein Name ist Enza Manino. Ich habe einen Friseursalon in der Mainstraße in Rüsselsheim gegenüber vom Rathaus. Ich bin in Flörsheim geboren, 1968. Ich bin 1984 als Friseurin ausgebildet worden, 3 Jahre hier in Rüsselsheim. Ich bin 1997 habe ich mich selbstständig gemacht im damals noch Stadtkrankenhaus Rüsselsheim mit einem kleinen Friseursalon, 21 Quadratmeter, 3 Bedienplätze. Habe mich erweitert in der Innenstadt, bin dann also 2002 habe ich den ehemaligen Baumgärtner Friseursalon übernommen und habe auch gleich 2007 mein Geschäft verdoppelt. Ich bin 2003 mit Hans-Jürgen Jansen, als ich schon ein Jahr in der Innenstadt war, in Kontakt gekommen. Ich habe auch den Herrn Manfred Weiß, unser Ehrenmitglied, kennengelernt und war dann ruckzuck im Vorstand, zweite Vorsitzende vom Treffpunkt Innenstadt, also seit 2003. Ich mache das Ganze jetzt 17 Jahre, kümmere mich um die, sage ich mal, um die Belange der Gewerbetreibenden in der Innenstadt und es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich bin unter anderem auch in vielen Fördervereinen der Stadt Rüsselsheim als Mitglied und ja, ich glaube. Und jetzt würdest du gerne Präsident. Ach so, und ich bin ja im erweiterten Vorstand seit 7 Jahren vom Gewerbeverein Rüsselsheim. Das Wichtigste habe ich vergessen. Also 7 Jahre. Vor 7 Jahren sagte der Herr Schäfer, da ich ja doch sehr engagiert bin für die Stadt Rüsselsheim, ob ich nicht mitmachen will. Und natürlich wollte ich mitmachen. Ich finde das toll. Dankeschön nochmal für das Vertrauen. Danke. Zunächst darf ich Sie fragen, ob Sie damit einverstanden sind, dass wir die Wahl jetzt einer neuen Präsidentin. Manche, du warst damals zu falsch, sonst wärst du die erste Frau in dieser Position. Ja, ich bin aber heute noch froh, dass ich das nicht gemacht habe. Das war ja jetzt nicht kommentieren. Der liebe Dirk hat das viel besser gemacht. Dankeschön. Sind Sie damit einverstanden, dass wir die Wahl per Akklamation durchführen oder gibt es da eine Gegenstimme? Nee, das ist nicht der Fall. Wer für die Wahl von Frau Enza Manino als Präsidentin des Gewerbevereins Rüsselsheim von 1888 e.V. ist, den bitte ich um sein Handzeichen mit der orangenen und der blauen Stimmkarte. Hoch die Dinge. Oder, Entschuldigung. Ich habe 15 Vollmachen hier. Susanne, wie viele Stimmen hattet ihr oben? 32 oder 33? 32. Okay. Gegenprobe. Gibt es jemanden, der dagegen ist? Gibt es eine Stimmenthaltung? Nee, das ist alles nicht der Fall. 40 und 32 macht 22 Stimmen, einstimmig. Herzlichen Glückwunsch. Moment, eine Chance hast du noch. Nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl. Dankeschön. Dirk Schäfer, 18 Jahre Präsidentschaft im Gewerbeverein gehen zu Ende. Dein Resümee? Soll ich jetzt mit einem Satz beantworten? Ja. Also ich glaube, das bräuchte man ein bisschen mehr. Das Resümee ist, nach 18 Jahren kann ich zufrieden gehen. Alles, was man als Ziel in einem Verein erreichen kann, denke ich, habe ich gemeinsam mit allen anderen, die da mit dran gearbeitet haben, erreicht. Und ich bin froh, dass wir es heute in so geordneten Bahnen übergeben können, in richtig gute Hände und dass es weitergeht. Enza, die erste Präsidentin seit 1888, was sind die nächsten Sachen, die du hier in Rüsselsheim stemmst, mit dem Vorstand?
Also so viel möchte ich nicht verraten. Ich möchte nur sagen, jeder Tag sollte der Tag sein, an dem die Zukunft beginnt. Das ist eines meiner Mottos. Und gemeinsam sind wir stark. Danke für das Interview, Herr Weidner.